Gab hat's nicht mehr drauf, das ist somit offiziell bestätigt. Er hat selbst gesagt, ich will gerade unbedingt sehen, wie stark Gab in seiner Prime war. Wenn er noch so stark ist, wenn er sagt, er hat's nicht mehr drauf, wie stark war er dann bitte in seiner Prime? Also das ist die Frage, die ich mir wirklich stelle und mit der ich schlafen gehen musste. Ich hoffe wirklich, Oda gibt uns nochmal einen Spin-Off-Manga. 100 Kapitel von Garbs Weg in der Marine. Das würde meine tiefsten Träume erfüllen. Genug drumherum geredet, lasst uns direkt ins Chapter reinstarten. Ich hätte niemals gedacht, dass wir direkt da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Also ich dachte, wir gehen erstmal zurück nach Egghead, was ja auch nicht schlecht gewesen wäre. Ich meine, das ist jetzt das dritte Kapitel, in dem wir nichts mehr von Ruffy und den Strohhüten und generell von Egghead gesehen haben. Aber ich würde mal ganz trocken behaupten, ich bin nicht der Einzige, den das nicht stört. Also von mir aus kann Oda noch 5 weitere solche Kapitel machen, da habe ich wirklich nichts gegen. Ich glaube, jetzt schon ist Egghead mit meinem Lieblings-Arc. Also wenn der Arc zu Ende geht, mit dem ganzen Ding auf Egghead noch, mit Kizaru, mit Ruffy, mit den Gorosei, dann würde ich mal behaupten, dass das mein Lieblings-Arc ist. Also ich glaube, das kann ich jetzt schon so sagen. Also das Chapter ist wirklich von vorne bis hinten richtig geil. Es fängt schon richtig geil an. Ich dachte am Anfang, dass Gab das Schiff auf seinem Rücken fängt, weil Onwadi das letztens im Stream meinte. Am Samstag wird es auch einen Chapter-Stream geben. Da könnt ihr wie immer gerne vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Ich hätte die Szene noch mehr gefeiert, hätte Gab wirklich das Schiff auf seinem Rücken gefangen. Aber vielleicht wäre das auch einer zu viel gewesen. Die Szene ist schon cool genug, wie das Schiff so hinter Gab landet. Gab sagt, ich hab's nicht mehr drauf, während dann irgendwie so Königshaki-Blitze aus seiner Haki-Faust rausströmen. Also einen krasseren Flex habe ich in One Piece, glaube ich, noch nie gesehen. Kurz bevor diese Freundin Hibari oder so, wie die heißt, von Corby da eingefroren wird, sieht man so dieses Auge von Gab. Ich glaube, von Oda soll das so ein bisschen Fornungshaki angeteased haben, beziehungsweise dass Gab es schon kommen sehen hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gab auch ein sehr, sehr starkes Fornungshaki haben muss. Vor allem, wenn er keine Teufelsfrucht hat. Deswegen hat er das, glaube ich, schon so ein bisschen kommen sehen. Und natürlich dann auch kommen sehen, dass es dann Kusan ist. Und dann sehen wir, wie Kusan auf Blackbeard getroffen ist. Das war wirklich mit einer der coolsten Flashbacks in One Piece. Also ich fand den Flashback richtig geil, wir haben richtig viele Informationen bekommen und auch wie Kusan da sitzt. Er hat die Crewmitglieder von Blackbeard fast alle eingefroren und sagt dann zu Blackbeard, ist jetzt blöd für dich gelaufen, du kannst deine Erdbebenfrucht jetzt nicht benutzen, weil dann tötest du deine Crewmember. Was auch wirklich sehr, sehr smart gedacht ist von Kusan. Wir haben dann einen kleinen Cut bekommen, Kusan sagt, er ist nicht so gut drauf und rate mal, wem ich die Schuld dafür gebe. Und dann lachen beide zusammen, also da gab es einen Cut, vielleicht gab es noch ein, zwei Sätze dazwischen oder so. Also ich hatte es erstmal so verstanden, dass Kusan irgendwie wütend auf Blackbeard ist, weil Blackbeard ja für dieses ganze Marineford-Ding verantwortlich ist, weil er Ace gefangen genommen hat. Und deswegen hat Blackbeard ja quasi eine Mitschuld daran, dass Aokiji gegen Akainu kämpfen musste, um den Großadmiralsposten etc. Aber vielleicht ist damit auch was anderes gemeint, weil Kusan sagt ja sogar hier, dass er den Kampf nicht angefangen hat. Also haben wahrscheinlich die Blackbeard-Piraten ihn zuerst angegriffen, bevor er sie eingefroren hat. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was die beiden zwischen diesem Cut noch besprochen haben. Und dann wird es sogar noch interessanter. Aokiji und die Blackbeard-Piraten saufen erstmal ein zusammen. Ich freue mich schon wirklich, die Szene im Anime zu sehen. Das wird wirklich sehr cool sein, weil das gibt mir so ein richtiges Piraten-Feeling. Und auch, was sie danach besprechen. Sie sprechen über die Raw-Poneglyphe und über den Mann, der von Flammen gekennzeichnet ist oder von Flammen gezeichnet wurde. Das wurde ja schon von Kid erwähnt, dass der Mann, der von Flammen gezeichnet wurde, eine Info hat über das letzte Raw-Poneglyph, wo sich das befindet. Da frage ich mich auch, woher Kid die Info hat, weil Blackbeard droppt die hier auch. Anscheinend ist das so ein Gerücht, was rumgeht oder eine Info, die ein paar Leute haben. Aber Katharina Devon sagt hier zu Kusan, du kennst ihn, also er hat Infos über den Mann. Das geht für mich wieder so ein bisschen in die Richtung Hakua di Sauro. Kusan erwähnt hier auch danach nochmal Ohara und sagt, ich habe keinen roten Stein auf Ohara gesehen. Und Katharina Devon sagt, Kusan, du weißt, wo er ist oder du hast Infos über ihn. Was aber für mich nicht so passt, ist, dass Raffit hier sagt, er segelt auf einem schwarzen Schiff, auf einem komplett schwarzen Schiff. Und wenn man sich dem Schiff nähert, dann wird man in einen Strudel gezogen. Dann sagt Shiryu noch, er denkt, dass er mit der Weltregierung jetzt zusammenarbeitet. Und dass es natürlich schlau wäre, von der Weltregierung Kontrolle über ein Poneglyph zu haben, damit jeder Pirat, der das One Piece finden will, sich erstmal das Poneglyph von der Weltregierung holen muss. Was natürlich auch irgendwo Sinn macht. Aber ein Schiff mit schwarzen Segeln, ein komplett schwarzes Schiff, das erinnert, glaube ich, jeden, der Flucht der Karibik geguckt hat, irgendwie an die Black Pearl. Also das ist natürlich so ein Piratending. Und so ein Schiff würde eigentlich meiner Meinung nach am besten sogar zu Blackbeard passen. Also ich sehe jetzt irgendwie Hakua di Sauro, der ja irgendwie ein relativ fröhlicher Mensch war, der irgendwie die ganze Zeit gelacht hat und gelächelt hat, den sehe ich jetzt nicht auf so einem komplett schwarzen Schiff am Segeln. Da würde ich jetzt eher zum Beispiel so einen Sebek segeln sehen. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass der noch lebt, aber einfach vom Charakter her, der dieses Schiff besitzt, da sehe ich jetzt Hakua di Sauro nicht so. Deswegen frage ich mich wirklich, wer damit gemeint ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt. Ist damit Hakua di Sauro gemeint oder vielleicht doch ein ganz, ganz anderer Charakter? Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu denkt. Dann sagt Raffit zu Blackbeard, soll man nicht seine Frucht klauen? Und Aokiji hört das Ganze natürlich und deswegen eskaliert das nochmal ein bisschen. Aokiji friert nochmal ein paar von den Blackbeard-Piraten ein. Wir sehen ja nochmal Vasco Shot und so eingefroren. Der wurde, glaube ich, schon zum zweiten Mal in dem Kapitel eingefroren. Und dann bietet Blackbeard Aokiji an, seiner Crew beizutreten. Was auch sehr interessant ist, es könnte natürlich immer noch sein, dass Aokiji ein Sword-Mitglied ist. Ich würde das immer noch nicht ganz ausschließen, auch wenn es hier vielleicht nicht ganz so wirkt.
Aber es wäre natürlich schlau von Aokiji, sich so zu platzieren und sich so zu verhalten, dass Blackbeard eine Einladung für ihn dann ausspricht, dass er der Crew beitreten kann. Also wenn er immer noch ein Undercover-Agent von der Marine ist, macht er hier auf jeden Fall einen sehr guten Job, das muss man ihm lassen. Weil Kusan wirkt ja auch nicht so böse in Anführungszeichen, dass er jetzt wirklich mit den Blackbeard-Piraten zusammen agiert, weil er sagt ja auch, ich habe meine eigene Agenda, ich habe meine eigene Definition von Gerechtigkeit jetzt. Sein Motto war ja früher schon schlampige Gerechtigkeit, ich denke aber eher, dass er doch immer noch einen guten Weg verfolgt und was Gutes anstrebt. Und deswegen würde ich ihn dann doch eher bei den Swords immer noch sehen oder bei den Revos als jetzt bei den Blackbeard-Piraten. Aber man hat die Antwort von Aokiji natürlich nicht gesehen, was er jetzt machen will, weil er frei ist. Oda hat wirklich in diesem Kapitel den klassischen Oda-Move gemacht. Er löst in dem Kapitel 4 Sachen, zeigt uns neue 5 Sachen und macht aber 6 neue Fragen wieder auf. Also ein ganz klassisches Oda-Kapitel. Stört mich aber nicht, so haben wir wieder viel zum Spekulieren. Ich habe mir ganz genau jeden Satz durchgelesen zwischen Garp und Kusan, ob Oda uns da irgendeine kleine Information gedroppt hat, dass die beiden vielleicht doch irgendwie noch zusammen auf einer Seite stehen, dass Kusan doch ein Sword-Mitglied ist und der Kampf hier nur ein bisschen gestaged ist. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, weil Kusan wehrt sich jetzt hier nicht so krass. Kusan versucht ihn zwar einzufrieren, aber er wird wissen, dass Garp sich befreien kann. Dann packt Garp ihm im Gesicht und schmeißt ihn in den Boden hinein. Also Garp ist wirklich der MVP, also ich weiß nicht. Wir haben immer von Admiral und Kaiser-Level geredet, wir müssen jetzt von Garp-Level reden. Also der ist wirklich auf einem ganz anderen Level unterwegs, vor allem in dem Alter. Ich werde mir das Kapitel nochmal am Montag mit der offiziellen Übersetzung durchlesen. Vielleicht findet man dann ja doch den ein oder anderen Satz, den man ein bisschen anders auslegen könnte zwischen Garp und Kusan, dass die beiden doch noch auf einer Seite sind. Werden wir dann sehen. Und dann kriegen wir aus der Hölle einen Schwenker rüber zu Blackbeard gegen Law und sehen, dass Law auf die Fresse bekommen hat von Blackbeard, was ja auch erwartbar war. Und dann sehen wir Beppo Zulong. Obwohl es nicht mehr Vollmond ist, hat Chopper anscheinend einen Rumble Ball erschaffen, der einen in die Zulong-Form verwandeln lässt, was auch sehr, sehr geil ist. Also es kam ja auch komplett aus der Hölle, also damit hätte ich niemals gerechnet, dass Chopper einfach einen Zulong Rumble Ball erschaffen hat. Kann auch einfach sein, dass das der normale Monster Point Form Rumble Ball ist und der bei Beppo einfach genau diese Wirkung erzeugt. Da würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, wie das genau funktioniert, wenn Oda dann nochmal später drauf eingeht, wenn wir vielleicht Chopper sehen. Aber Beppos Zulong Monster Point Rumble Ball Form, wie auch immer, sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Er wird hier zu so einem riesigen Eisbär und Blackbeard sagt hier sogar, oder einer der Blackbeard-Piraten sagt sogar, es ist eigentlich gar kein Vollmond, wieso verwandelt er sich in die Zulong Form? Und Beppo schafft es dann, Law zu packen und wegzuschwimmen. Die restlichen Law-Piraten werden zurückgelassen, die können eh nichts anderes, außer in den kalten Gewässern des North Blues zu schwimmen. Also sollen die da unten ein bisschen im Wasser bleiben, ich glaube, da haben die auch nichts gegen. Die Frage ist dann natürlich, wo schwimmt Beppo mit Law hin? Das naheliegendste ist natürlich Egghead, dass er zu Ruffy segelt, was aber, muss ich sagen, schon ziemlich peinlich wäre. Also wie gesagt, da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht von Law. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin enttäuscht von Law, aber das wäre jetzt wirklich nochmal eine krassere Enttäuschung als alles andere, wie ich finde. Weil Law war die ganze Zeit mit Ruffy, gegen Caesar, gegen Doflamingo, gegen Kaido, war er schon die ganze Zeit in Ruffys Rucksack. Und jetzt das erste Mal, wenn er sich von Ruffy trennt und von ihm wegsegelt, kriegt er erstmal richtig auf die Fresse von Blackbeard und segelt dann wieder in Ruffys Rucksack zurück. Bitte hilf mir, ich schaff's nicht alleine. Also es wäre zumindest ziemlich enttäuschend von Law, wie ich finde. Dann soll er einfach direkt den Strohhüten beitreten und direkt unter Ruffys Fahne segeln. Weil ohne Ruffy kriegt er dann in der neuen Welt eh nichts geschissen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zum Kapitel in die Kommentare. Ich glaube, die beste News und die beste Info ist, dass wir nächste Woche keine Pause haben, so viel ich mitbekommen habe. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaut gerne morgen um 12 im Stream vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.